Let's Play Nintendo 64 Folge 222, ein Spiel von Luxo Flux und Activision Vigilante 8, ein Spiel, das sicherlich viele Fans hat. Ich gehöre leider nicht dazu, einfach weil ich das Genre nicht mag. Ich möchte das Spiel keinesfalls schlecht reden, denn Vigilante 8 gilt als eines der besseren N64 Spiele und ist für alle, die zum Beispiel Twisted Metal mögen, das ja auf der PlayStation 1 Erfolge feierte und ein Exklusivtitel war, der sogar von Sony, meine ich, auch gepublished wurde damals. Und Vigilante 8 geht in eine ähnliche Richtung. Wir sind hier im Hauptmenü. Das Spiel erschien übrigens im März 1999 bei uns in Europa. Gehen wir mal kurz in die Optionen rein. Dann haben wir alles gesehen. So, also ich kann den Spielstatus mir anschauen. Okay. Sogar charakterbezogen. Ich kann ein Passwort eingeben. Es gibt sogar ein Passwort, das mir aber leider nicht bekannt ist, wo ich ein 640x480 Bildmodus hinzuschalten kann. Das ist ganz cool. So, wir können hier die Schwierigkeit einstellen, was auch immer bleifrei bedeutet und normal und super. Ich denke mal easy, normal, einfach. Das belassen wir erstmal dabei. Bildschirmausrichtung lassen wir auch so und dann gehen wir zurück in den Hauptbildschirm. So, ich gehe in den Einspielermodus. Das Besondere bei der N64-Version ist, dass man das Ganze im Multiplayer zu viert spielen kann und es hat einen Einsatzmodus. Das ist nichts anderes als ein Story-Modus, der euch verschiedene Missionen gibt, die man erfüllen kann. Und man kann den Story-Modus sogar zu zweit spielen. Das ist natürlich auch ganz geil. Ich gehe in den Arcade-Modus rein. Das ist der klassische Vigilante 8 und sagen wir mal, Twisted Metal-artige Story-Modus. Ich kann jetzt hier verschiedene Schauplätze wählen. Einmal die Ölfelder, Flugzeugfriedhof in Arizona, Geisterstadt New Mexico, Staudamm in Arizona, Nevada, Farmland in Kalifornien, Casino City in Nevada, Canyons in Utah, Skigebiet in Colorado und dann sind wir wieder bei den Ölfeldern. Ihr seht, das Ganze spielt in Amerika und ich... Was nehmen wir? Nehmen wir mal die Geisterstadt. So. Mal gucken, ob ich jetzt was einstellen kann. Also ich kann zumindest direkt die Charaktere wählen und dafür, dass das Spiel auf dem N64 erschienen ist, finde ich, dass die Grafik schon ganz schnieke aussieht, zumindest in den Menüs und auch was die Fahrzeugmodelle angeht. Wir haben jetzt den 67er Rattler, dann den 70 Clydesdale, den Strider, Jefferson. Wir haben auch verschiedene Attribute bei den Wagen, wie ihr seht. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen. Ich bin vielleicht nur ein halber Mensch. So, wir können jetzt hier die Gegner einstellen. Schaut mal. Also, verschiedene Fahrzeuge stehen zur Auswahl. Ich lasse das erstmal so stehen. Das heißt, von jedem einer. Das dürfte schon passen. Und dann gehen wir ins Spiel rein. So, wir sind drin. Geisterstadt. Und zack, direkt von einem Zug erwischt worden. Das gibt's ja gar nicht. So, ich kann mit... Ah, guck mal, da ist ein UFO sogar. Ha, lustig. Ich kann auf Z schießen. Dann bediene ich hier meine Gun oder was das auch immer ist. Mein Gewehr. Und kann meinen Gegner hier schon mal ins Visier nehmen und versuchen, ihn hier kaputt zu schießen, während ich gleichzeitig beschossen werde. Und das Ganze ist, wie ihr sehen könnt, einfach ein reiner, wenn man so will, Twisted Metal Klon. Wobei ich gerade nicht weiß, welches Spiel zuerst da war. Ich habe mich mit Twisted Metal wenig beschäftigt. Ich weiß, dass es das Spiel gibt. Wieso hängt denn jetzt dieser Busch oder was das auch immer ist an meinem Wagen dran? Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass die N64-Version besser geworden ist als die PlayStation-Fassung. Die ist auch damals besser bewertet worden. So. Im Schnitt lag die N64-Version bei 86% und die PlayStation-Version bei 83%. Das lag unter anderem daran, weil N64-Version auch ein bisschen mehr Content bekommen hat, nämlich den exklusiven Story-Modus und auch den Vier-Spieler-Modus. Das gab es so auf der PlayStation nicht. Oh Gott. Hat ihr merkt, ich bin völlig aufgeschmissen. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Das ist, glaube ich, das zweite Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Vigilante 8 spiele. Deshalb verzeiht mir hier meine bescheidene Performance. Aber ich habe wirklich überhaupt nicht den Drang gehabt, was passiert jetzt, dieses Spiel zu spielen und zu lernen, weil ich einfach nicht auf dieses Genre stehe. Dieses ganze Destruction Derby und Car Combat Ding ist einfach nie meins gewesen.
könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das damals was für euch war. Ich konnte damit halt überhaupt nichts anfangen. Auch diese ganzen Destruction Derby oder Wreckfest-Spiele, die es da so gab, waren nie so meins. Ich mochte lieber dann die klassischen Rennen, die von mir aus auch ein bisschen actionreicher zugingen konnten, aber dieses Car Combat, da bin ich halt überhaupt nie warm mit geworden. Aber ich gebe hier mein Bestes und versuche hier wen zu treffen, aber selbst das gelingt mir nicht. Weil ich auch echt Schwierigkeiten habe, zurückzufahren. So, versuchen wir den nochmal irgendwie. Ah, jetzt habe ich keine Raketen mehr. Doch, habe ich wohl. Haha. Moment. Das Spiel ist damals tatsächlich nur von 5 Personen entwickelt worden. Also diese Firma, die das entwickelt hat, Luxoflur oder wie sie hieß, bestand nur aus 5 Leuten. Das ist damals eine technische Meisterleistung gewesen. Activision hat das Ganze dann im Endeffekt gepublished, aber die haben die Entwickler nicht mal ansatzweise mit irgendwie Expertise oder Technik unterstützt, sondern die haben einfach gesagt, jo, wenn das Spiel fertig ist, kommt auf uns zu und wir publishen euch das. Was dann auch letztendlich geschehen ist, gab es auch auf dem Game of Color und ist so erfolgreich gewesen, dass Activision dann einen zweiten Teil beauftragt. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge den zweiten Teil von Vigilante 8 an, nämlich Second Offense heißt der. Und der soll noch mal ein bisschen besser sein und den habe ich noch gar nicht gespielt. Das wird also eine absolute Premiere dann auch für mich werden auf dem Kanal hier. Daher seid da mal drauf gespannt. Ich habe aktuell, wenn ich ehrlich sein soll, wenig Spaß dran, weil ich einfach diese Art Spiel nicht mag. Würde aber jetzt natürlich gerne von euch erfahren, wer hat Vigilante 8 damals gespielt? Habt ihr das auf dem N64, auf der PlayStation gezockt oder vielleicht sogar auf dem Game Boy Color? Oder seid ihr wie ich und sagt, das ist halt überhaupt nicht mein Genre und ich muss das nicht haben? So, aber zumindest habe ich die ein oder anderen Kills hier hingelegt. Das freut mich schon mal. Ich dachte, ich lose hier komplett ab. Aber ehrlich gesagt performe ich ja sogar ein bisschen besser als bei Virali letztes Mal. Wobei ich glaube ich auch hier auf einfach spiele, ne? Von daher sei es mir mal gegönnt. Es gab übrigens ein Remake von Vigilante 8. Also wer das Spiel vermisst und sagt, hey, gehört damals zu meinen absoluten Lieblingsspielen, ich will das nochmal zocken und habe aber keine PlayStation und kein N64 mehr, der muss nicht verzagen. Es gab nämlich 2008 ein Remake für Xbox und PlayStation 3, was im Store erschien, also sprich ein Xbox Live Arcade Spiel. Und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr das Ganze euch noch auf der Xbox One herunterladen oder vielleicht sogar auf Steam, das weiß ich nicht, das habe ich im Vorfeld nicht gecheckt. Kann also durchaus sein, dass ihr das Spiel auch dort bekommt. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich beende das Ganze mal und dann gucken wir uns ein anderes Level an, weil mir geht irgendwie diese Geisterschatz schon ein bisschen auf den Keks. So, also, dann gehen wir nochmal in den Arcade-Modus rein. Und dann gucken wir uns mal das Farmland an. Komm, in Kalifornien. Dann nehme ich mir mal auch einen anderen Wagen. Na, gucken wir mal. Loki, da sind auch die Charaktere dazu. Nehmen wir mal den. Und dann schauen wir uns mal das nächste Schlachtfeld an. Ah, guck mal, das sieht doch schon mal viel freundlicher aus. Das sieht doch schon mal viel freundlicher aus. So. Es ist technisch nicht das Beste, muss man sagen. Es hat eine relativ geringe Weitsicht, aber es ist zumindest nicht so neblig wie andere N64-Spiele. Daher kann man da glaube ich nichts sagen. Ich glaube, ja, ich kann auch Auflösung verändern, auf Hochstellen. Das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber ich finde, da hat sich zumindest ein bisschen was getan. Oh nein, jetzt voll durchgeklippt. Also zumindest gerade bin ich voll durch und durch gefahren. Aber versteht mich nicht falsch, ne? Wenn ihr Spaß daran habt, um Gottes Willen, dann spielt das. Aber ich finde, solche Spiele, vor allem solche Car Combat Games wie jetzt Vigilante oder auch die alten Destruction Derby Spiele, die sind halt schon arg stark gealtert, also schlimm gealtert. Nicht nur technisch, sondern auch spielerisch. Die Steuerung ist nicht die präziseste, muss man sagen. Und jetzt komme ich hier nicht hoch. Alles daran ist halt einfach etwas, was man heute 100 Mal besser machen würde. Und dadurch, dass mir eben auch diese
Ach komm, jetzt komme ich hier nicht hoch. Diese Nostalgie fehlt, mit der man eventuell noch an dieses Spiel herangehen hätte können. Gibt es hier halt wenig, was mich irgendwie begeistert. Nein, was war das denn jetzt? Jetzt kommen hier irgendwelche Bienen und schlagen mich einfach hoch. Ah nein. Ich bin gespannt, was der zweite Teil anders gemacht hat, wenn wir uns jetzt ja demnächst angucken. Ich habe jetzt auf jeden Fall Raketen. Und das Zurückfahren ist eine Katastrophe bei dem Spiel. Ach komm. Also definitiv nicht meine beste Performance hier mit Virelli und Vigilante. Aber ich habe euch ja vorgewarnt bei der letzten Folge. Oh, jetzt kommen wieder diese Bienen. Ihr Lieben, mehr kann ich euch zu Vigilante 8 nicht erzählen, außer dass es gut ankam und im März 99 bei uns erschienen ist, von 5 Leuten entwickelt wurde, ein Kult-Following genießt, was also eine gute große Fanbase angeht, also sowohl auf PlayStation als auch auf dem N64, aber mehr möchte ich euch von meinem gruseligen Gameplay hier nicht antun. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob und welche Version ihr von Vigilante 8 gespielt habt. Ich für meinen Fall verabschiede mich von euch, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt mit dem Video und wir schauen uns dann in ein paar Tagen den zweiten Teil an. Und da bin ich mal gespannt, was sich da technisch und spielerisch getan hat. Bis dahin, ihr Lieben. Adios, tschüss. Euer Andi.